Hallo Freunde, willkommen zurück in den Nebelchroniken, hier bei mir in den Nebellanden, wo ich kräftig am Basteln bin. Und wir sind schon alle extrem gespannt, was denn hieraus mal wird. Neue Treppe. Hüpf. Oh. Ich habe euch ja versprochen, am gestrigen Tage, bevor ich pennen gegangen bin, dass wir uns heute einmal ein wenig um die Komplikation Frau und Einkaufen mit Klamotten beschäftigen. Es trug sich zu der... Nee, es war nämlich so, wir waren shoppen und dann ging's los. Ja, welche Größe brauchst du denn? Größentabelle reingucken. Und bei einer Frau ist das echt so. Die muss da verschiedene Sachen messen. Die muss einmal Rückenlänge messen. Dann muss die den Brustumfang messen und die Armeslänge muss die messen. Und dann gibt's da verschiedene Variationen, weil bei dem einen wird irgendwie, keine Ahnung, das Kleidungsstück von Ärmel links, also Ärmelbeuge links nach Ärmelbeuge rechts für den Brustumfang gemessen und beim anderen, da wird quasi einmal um den kompletten Brustkorb gemessen. Also hast du da schon mal zwei verschiedene Maße. Und dann bei den Klamotten in den Größentabellen, das sah so krass aus, da hast du bei Größe S, hast du dann, keine Ahnung, den doppelten Brustumfang gehabt, wo bei anderen T-Shirts XL die Hälfte von war. Wo ich mir dann dachte, was macht denn das für einen Sinn? Das ist doch, haben die was an der Waffe oder so? Da kannst du, da ist mir klar geworden, warum eine Frau sich nie einig sein kann, was sie denn jetzt einkauft. Weil jeder Mann, der zum Shoppen geht und dann so nach 5 Stunden im Kleidungsgeschäft sagt, ey, jetzt mach mal hin, ey, ich bin nach Hause, nimm doch einfach was vom Kleiderhaken. Ich verstehe die Problematik. So, wie machen wir das hier jetzt seitlich? Versuchen wir 1, 2 Pfosten. 1, 2 Pfosten. 1, 2 Pfosten. 1, 2 Pfosten. Könnte man vielleicht auch so machen. Dann sind das ja, genau, dann sind das genau die beiden hier. Na gut, machen wir mal. Schauen uns dann das Endergebnis mal an, ob das was bringt, ob das was geworden ist und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ich hatte es halt relativ leicht, ne? Ich bin da hingegangen, Hose. Ach, scheiße. Dadurch, dass ich so lange Beine habe, ist das für mich immer extrem schwierig, schöne Hosen zu finden, die mir auch passen. Weil es kommt ganz auf die Hose drauf an. Entweder ist es eine 36er, aber ich habe teilweise auch schon 38er Längen. Und da halt was zu finden, dass es immer so... Menschen haben halt nur mal kurze Beine. Also zumindest laut Modelabel. So. Aber jetzt habe ich mir gedacht, naja, guckst du mal... Versuchst es einfach mal, weil das Längste, was die hatten, waren 34er Hosen. Habe ich mir gedacht, naja, wenn sie groß ausfallen, dann kannst du da schon was machen. Probier's einfach mal. So, warte, jetzt haben wir das hier. Das Ganze muss ich da drüben natürlich auch noch machen. Das heißt, da bauen wir jetzt einmal hier unseren Stego rum. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Vielleicht schaut das ja auch gar geräuslich aus. Und wir müssen alles wieder abreißen. Ach ja. So. Achso, nee, ich muss hier... da sind sie. Nicht wegwerfen. Die brauche ich noch. So, dann steht hier nämlich automatisch schon sowas wie ein kleiner Tunnel, weißt du? Aber mal gucken. So, dann schmeißen wir da die Pfosten drauf und dann nehmen wir einen Sprung ins kühle Nass. Und schauen wir, wie es von unten ausschaut. Und höher möchte ich damit gar nicht. Ich möchte jetzt dann auf quasi diese Etage möchte ich dann das Dach drauf lanschen. Und wenn du guckst, da haben wir jetzt gerade mal noch 4 Abstand.
Und wenn du dann sagst, du gehst mit deinem Dach noch eins weiter raus, dann hast du da gerade mal noch zwei Abstand. Auch nicht die Welt, ne? So, dann eins, zwei, drei, vier. Und der Nupsi hier. Dann gehe ich erstmal mit dem Nupsi rum, dann tut mir das nicht jedes Mal so weh, wenn ich hier runterfall. So. Oh, heute, am heutigen Tage, werde ich, denke ich, einmal, vorausgesetzt, ich schaffe es, Outlast aufnehmen mal wieder. Ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, wo ich da war. Da müsste ich mir echt die letzte Folge mal angucken. Ich glaube, in der Schule waren wir zuletzt, wenn ich mich da jetzt nicht vertäuschen mag. So wie es, wie so häufig quasi. Ach ja. Boah, ich habe ja was mega Lustiges entdeckt. Ich habe mal ein bisschen rumgeguckt und vom Faber-Castell wollte ich mir hier so ein Graphit-Set habe ich mir mal angeschaut, ne? So ein, was haben die, 26 Teile oder so. Und da bin ich über eine Stiftebox gestoßen von Faber-Castell mit 120 Farben. Kostenpunkt, schätzt mal, was hier vom Faber-Castell der Stiftekoffer mit 120 Farben kostet. Ich habe nicht schlecht geguckt, als ich das Ding für gut 200 Euro gesehen habe. Da überlegst du dir zweimal, ob du deinem Kind dann die Buntstifte gibst, ne? Und da gab es ja noch einen krasseren. Da gab es, glaube ich, einen für 260. Der hatte noch mehr Teile. So war das hier, ja. Wo ich mir dachte, alter Schwede. Ich meine, als Profimaler, ne, kann man sich sowas vielleicht rauslassen, aber doch nicht als Schüler oder so, weißt du? Wenn du sagst, hier, kauf dir mal ein paar Buntstifte. Ja, klar, hier, Faber-Castell-Kasten. Also natürlich, deine Eltern scheißen Geld, dann kannst du dir den schon mal gönnen. So und so, ne? Ja. Und dann sind wir auf, Mist, wie hieß denn das? Auf etwas gekommen. Das sind Wachskreide ist das. Fand ich recht interessant. Werde ich, glaube ich, mal ausprobieren, weil damit, die kannst du schön verschmieren und so weiter. Geronimo. Die kannst du schön verschmieren und da bekommst du echt schöne Farbverlaufeffekte hin. Nom, 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 nom. Das ist interessant. Das werde ich mal ausprobieren. Sollten wir vielleicht was verzaubern, bevor ich hier irgendwann wirklich mal sterbe? Hm. Geh mal ein Stück weiter weg. Wer hat eigentlich die Bäume hier gepflanzt? Kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich das gemacht hätte. Ach shit, ich habe vorne die Pfosten vergessen, aber... Ja, doch. Kann man lassen. Ach, ich sehe von hier die hinteren beiden Türme nicht am schwarzen Tor. Schade. So, und natürlich bekommt er dann auch so ein rotes Dach mit diesen markanten Zierstreifen. Dann haben wir hier langsam mal so ein eingefahrenes Design, weißt du? Die schwarze Bergfestung aus einer Feder. So, wo habe ich mein Bett hingeschmissen? Liegt das noch oben? Ist das hier unten? Ach so. Ich brauche ja noch ein Ding weiter nach oben. Komme ich da hin? Ja. So, warte mal, das ist die Mitte, dann hier und hier. So. Und so. GUT. Da könnte man sich überlegen, ob man in der Mitte hier vielleicht dieses Treppenhaus dann macht. Und dann in der Mitte vielleicht die Zugänge und die mittleren Säulen dann raus hier. Hm. Naja, sehen wir dann alles. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir hier dann irgendwie ein Dach mit herbekommen, wa? Oder, warte, lass mich... Autsch. Lass mich mal senieren. Man könnte theoretisch jetzt... nur mal rein theoretisch... Könnte man doch...
man das hier wegnimmt. Ich probiere jetzt mal ein bisschen, Freunde. Oder? Und den hier. Da so lang zieht. Ich versuche das mal. So. Dann von hier. Gibt es hier eine definierte Mitte? Nee, ne? Dann sagt von hier aus, ging jemand runter. Geht mal erstmal ins Bett. Gute Nacht. So, Dele, guten Morgen. Man sagt, da geht man runter. Aber das müsste man dann auf der Höhe hier machen. Okay, warte. Nochmal weg. Dann bekommt der den nochmal. Genauso wie er. Und dann kommt er weg. Und dann hier der Durchgezogene. So, dann brauchen wir jetzt hier wieder, ich glaube, es war das und das. So und so. So und so. Warte mal, dann mal nach oben. Quasi für einen Abschluss würde man dann sagen, könnte man das so machen und so. Nein. Was passiert denn, wenn man hier so macht? So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Designerstudien, wo man hinguckt, ne? Entschuldigung. Ah, ist mir schon lange nicht mehr passiert, du. So. Warte, der muss ja dann durchgängig sein. So. Genauso wie er hier. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Oh Mann. Wir nehmen wieder den schnellen Weg. Geronimo. So, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Weil wenn man das so machen kann, dann kommen mir schon wieder ganz neue Ideen mit dazu. Oh Mann, ich bin heute voll im Kreativen, sag ich dir. Voll der dichte Dschungel da drüben. Nicht schlecht. Ja. Da kommt mir ein Gedanke. Ein Gedanke. Wir kümmern uns jetzt aber erstmal ums Dach, bevor ich da weitermache. Weil nicht, dass ich da irgendwie viel zu viel baue und dann das Dach schon gar nicht mehr hinbekomme. Ach so, ich verstehe die Problematik. Wir haben hier eine Werkbank, das ist sehr gut. Wir haben hier Holz, das ist sehr gut. Und wir haben hier zufälligerweise gerade noch hier so eine Doppelkiste, das ist auch sehr gut. Und da packen wir mal alles drin. Das Zeug hier. Das Zeug halt und dann holen wir uns mal, warte mal, kurze Bestandsaufnahme. Wir brauchen das da, Stufen, wir brauchen eigentlich alles so ein bisschen und wir brauchen dann die roten Steinziegelstufen für das Dach. Und dann mal gucken, wie es so wird. Ich hoffe doch gut. Gitter könnten wir theoretisch, könnten wir die mitnehmen, ja. Na mal gucken. Jetzt geht's aber hier ordentlich vorwärts, wenn ich gucke. Wir haben jetzt 3 Folgen und da sind doch ordentlich vorangekommen, muss ich sagen. Wahnsinn.
Ja, Freunde, aber wie es denn weitergeht, das erfahren wir dann alles in der morgigen Folge. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis dann. Macht es gut und Tschüssikowski.